Wir haben die letzte Woche vor Weihnachten und meine letzte Uhr ist angekommen. Es handelt sich um die Circular Aquasport und natürlich gibt es für euch das eine Woche am Arm Video. Hallo und willkommen bei WatchMax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Eine Woche am Arm wird meine Circular Aquasport sein und wie immer bei diesem Format werde ich jeden Tag berichten, was mir auffällt, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Falls noch nicht geschehen, abonniere gerne meinen Kanal, hinterlasse deine Meinung, deine Sichtweisen, deine Wünsche in den Kommentaren und falls wir uns vorher nicht mehr ausgetauscht haben, wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du ein tolles Weihnachtsfest hattest und gut ins neue Jahr gekommen bist. Dienstag, Tag 1 und heute ist sie angekommen. Meine Circular Aquasport. Ich weiß, einige von euch haben schon gesagt, ich möge doch bitte die unterschiedlichen Bänder an der Uhr zeigen, was ich natürlich sehr gerne tue. Zum einen habe ich hier das Milanese-Band der Circular, dann habe ich das Tropical Rubber der Circular, was ich selbstverständlich auch an der Uhr zeigen werde, sowie das aktuell montierte Beads of Rice. Ich werde vielleicht auch andere Bänder zeigen. Im Augenblick bin ich einfach nur super glücklich über diese tolle Uhr und ich freue mich sehr, sehr auf die Woche und werde gespannt sein oder bin gespannt, was ich euch im Laufe der Woche an neuen Eindrücken aufzeigen kann. Denn ich habe die Uhr bisher auch nur ein einziges Mal zum Review gesehen und bin extrem neugierig, wie sie sich eine Woche lang am Arm hält. Es ist Dienstag, kurz nach 11. Mein erster Tag geht zu Ende. War ja heute nicht so viel, waren ja nur ein paar Stunden, aber die Circular Aquasport ist eine richtig, richtig, richtig tolle Uhr. Mir gefällt die Größe von 39 mm ausgesprochen gut. Und ich mag auch das dünne, leichte und sehr bequeme Beads of Rice. Das Metallband passt super zu der Uhr. Wenn es ein dickeres, schwereres Band wäre, dann wäre ich, glaube ich, nicht ganz so zufrieden. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Mittwoch, der zweite Tag meines One Week on the Rest mit meiner Circular Aquasport. Die Nacht war überraschend für mich, weil die Uhr nach 7 Stunden immer noch sehr, sehr gut ablesbar war. Am Anfang war ich etwas skeptisch, denn die Zeiger leuchten nach dem Aktivieren nicht ganz so stark wie die Indizes. Das gleicht sich aber relativ schnell an und die Leuchtdauer ist nicht, Quatsch. Die Leuchtkraft ist nicht überragend, aber die Leuchtdauer ist extrem beeindruckend und selbst nach 7 Stunden war es noch ausreichend hell, sodass ich die Uhr auch ohne Brille absolut problemlos ablesen konnte. Das ist die Box von Circular. So sieht sie von außen aus. An Werkzeug war noch dabei ein Stiftausdrücker und ein kleines Federstegbesteck. Das habe ich schon weggeräumt. Dieses Band werde ich die nächsten Tage noch an die Uhr montieren. Es ist ein Milanese-Band mit Faltverschluss und Schnellverstellung in der Länge, also wirklich ganz gut gemacht. Finde ich prima und ich freue mich drauf, das demnächst auch mal an der Uhr auszuprobieren. Gleiches gilt für das Tropical Rubber, was auch natürlich an die Uhr kommt und welches auch eine signierte Schließe hat. Was ich euch aber auf jeden Fall zeigen wollte, ist, dass ich hier eine COSC-zertifizierte Version des Sellita SW200 habe. Das finde ich echt richtig, richtig klasse. Und da freue ich mich drüber. Und das wird natürlich mit der Uhr ausgeliefert. Das heißt, man muss sich das Zertifikat nicht irgendwo runterladen, sondern das Ganze kommt automatisch mit der Uhr und man hat die gesamte Dokumentation zusammen. Das sind nur nochmal Federstege zum Rubberband, weil, auch das wollte ich kurz zeigen, die Stahlbänder Schnellwechselstege haben. Sowohl hier als auch an dem Beads of Rice, welches ich aktuell montiert habe. Das Ganze war
bei der Uhr dabei. Mittwochabend, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Die Circula ist noch am Arm. Eigentlich müsste ich euch jetzt irgendwas Tolles über die Uhr erzählen, aber ehrlich gesagt ist mir da gerade gar nicht nach, denn heute habe ich erfahren, dass einer der Spielkameraden von unserem Hund, also ein anderer Hund, Weihnachten nicht erleben wird, sondern diese Woche noch eingeschläfert wird. Damit haben wir nicht gerechnet und das ist mir irgendwie nahe gegangen und insofern habe ich da gerade auch gar nicht so richtig viel Lust, noch irgendwas über eine Uhr zu erzählen. Mein Hund scheint das auch mitbekommen zu haben, die ist auch den ganzen Tag schon ziemlich ruhig. Und insofern geht es dann morgen weiter und heute nur die Bestätigung, ich habe die Aquasport noch am Arm und morgen gibt es wieder was Intelligentes zu der Uhr. Wir haben Donnerstag, der dritte Tag, meine Circular Aquasport ist noch am Arm, sie geht ungefähr mit 4 Sekunden im Plus. Insofern passt es genau in die Chronometer-Spezifikation. Ich bin super glücklich und ich werde heute über Tag einige verschiedene Bandvarianten an der Uhr aufnehmen und euch heute Abend dann in meinem Video vorstellen. Ja, es ist Donnerstag, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Die Circular Aquasport ist noch am Arm. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Armband gewechselt. Die Uhr ist nicht ganz so vielseitig beim Bandwechsel wie andere Uhren. Aber ich habe in meiner Box doch einige Bänder gefunden, die ganz gut zur Uhr passen und genau darum geht es bei dieser Aufnahme jetzt. Hier haben wir das Beads of Rice, das Band, mit dem die Uhr ausgeliefert wurde. Passt wunderbar, unterstreicht den Retro-Charme der Uhr und ist ausgesprochen komfortabel zu tragen. Außerdem kam mit der Uhr ein Milanese-Band, was erstaunlich gut zur Uhr passt und sich auch super angenehm trägt. Aber ich habe ja auch noch mehr Bänder bei mir in der Box und deswegen schauen wir mal, was es sonst noch so alles gibt. Hier haben wir ein graues Lederband mit einer Kroko-Prägung. Finde ich passt hervorragend und wertet die Uhr deutlich auf. Neben dem Kroko-Band habe ich aber auch noch andere Bänder und auch das möchte ich euch selbstverständlich zeigen. Hier haben wir ein Eulite Eutec. Schwarzes Leder, gelbes Silikon, passt nicht hundertprozentig, sieht aber auch nicht wirklich schlecht aus. Besser sieht das Band aus, was ich jetzt dran mache. Hier haben wir ein Hirsch Performance mit schwarzer Kroko-Prägung und weißer Kontrastnaht. Das ist das, was ich auch jetzt an der Uhr habe. Auch am Arm sieht das wirklich klasse aus. Ich finde, es hebt die Uhr etwas und verdeutlicht die Farben des Zifferblattes etwas stärker. Gleiches gilt für das Tropical Rubber, was von Circular mitgeliefert wurde und was jetzt an der Uhr ist. Was man ganz gut sehen kann, ist, dass die Gehäuseform den Spalt zwischen Band und Gehäuse sehr gering bleiben lässt, sodass auch normale Lederbänder oder aber Rubberbänder sehr gut an der Uhr aussehen. Ich habe ein bisschen suchen müssen, bis ich NATO-Bänder gefunden habe, die passen. Hier haben wir ein Ericas Original in Orange. Ja, das geht für den Sommer, ist aber nicht meine allererste Wahl. Ein bisschen peppiger ist das Comic NATO, was ich jetzt dran habe, aber das verschluckt die Uhr etwas, also die Uhr ist da nicht wirklich im Vordergrund. Besser geht das mit dem grau-weiß gestreiften NATO, das passt wieder sehr hervorragend zu der Uhr und ist insgesamt etwas dezenter. Ja, das waren also die Bänder, die ich euch zeigen wollte und ich hoffe, ihr hattet da ganz viel Freude dabei. Mal schauen, was ich euch morgen zeige. Es ist Freitag, Tag 4 meiner eine Woche am Arm. Meine Circular Aquasport Hirsch Performance Band ist immer noch am Arm. Und ich wollte euch heute Morgen unbedingt einmal zeigen, was für meine Uhren so die härteste Challenge am Tag ist. Eine wirkliche Prüfung, mit der Tag beginnt. Ich liebe dieses Ritual und wollte euch da einfach einmal dran teilhaben. So werde ich jeden Morgen begrüßt und so werde ich wahrscheinlich auch die nächsten Morgende immer noch begrüßt werden. Einen schönen guten Morgen, wir haben Samstag. Meine Circular Aquasport ist noch am Arm. Ihr habt wahrscheinlich festgestellt, dass gestern die Abendsession ausgefallen ist. Wir hatten einen virtuellen Uhrenstammtisch und der Gin Tonic war einfach zu gut und ich zu müde. Das hätte nicht mehr geklappt. Heute zeige ich euch, wie meine Küche und mein Ofen zu meinem Uhrenhobby passt und ich hoffe, es macht euch Spaß. Bis dahin, tschüss! Wir haben Samstagabend, die Circular Aquasport ist noch am Arm
Und heute über Tag ist einiges passiert. Ich muss ein kleines bisschen Gas geben, denn um 8 Uhr habe ich einen Livestream mit Bobby Lax in den USA zu deutschen Uhren und ich möchte gerne das jetzt hier noch vorher fertig machen. Ich bin von der Circular Aquasport nach wie vor super begeistert und möchte euch heute zwei Sachen zeigen. Zum einen, was ich heute mit der Uhr gemacht habe. Ja, ihr seht, dass ich nicht unbedingt der total begnadete Handwerker bin, aber ich habe mir, beziehungsweise meine Frau und ich, wir haben uns zusammen einen kleinen Barschrank zu Weihnachten geschenkt, der hier gerade von mir zusammengezimmert wird und so sieht er aus. Und da drin gibt es dann meine kleine Gin-Sammlung, die noch etwas wächst. Das sind dann noch nicht alle Flaschen, aber das soll dann so im Wohnzimmer seinen Platz haben und uns den ein oder anderen schönen Abend bescheren. Und dann habe ich noch was anderes gemacht. Ich zeige euch das auch gerne im Video, weil ich habe im Augenblick hier an meiner Circular Aquasport das Hirsch Performance Band und das fand ich immer relativ unangenehm und ich zeige euch auch warum. Wie ihr hier sehen könnt, ist das Band relativ steif und fest. Es behält auch nicht die Form, es passt sich nicht dem Arm an. Man kann es biegen, aber es springt immer in die Ausgangsform zurück. Und das fand ich sehr unangenehm, also habe ich die Bänder zusammengebunden auf einen Radius an einer Stelle, die mir angenehm war und habe sie nach einer Internetanleitung bei 50 Grad für eine halbe Stunde in den Ofen gepackt. Die Zeit ist fortgeschritten, die Bänder sind noch drin, alles funktioniert und so sehen sie nach dem Ofen aus. Ist also nichts passiert. Ich mache kurz die Verschnürung ab. Und ihr werdet sehen, dass die Bänder die Biegung behalten haben. Super angenehm, jetzt passt die Uhr in den Arm, sie verrutscht nicht mehr, sie drückt nicht. Es ist ein komplett anderes Tragegefühl und ich bin mega begeistert und freue mich irrsinnig, dass ich das gemacht habe und werde es wahrscheinlich mit allen meinen Hirsch-Performance-Bändern irgendwann nachholen. Ja, das war's für heute, morgen geht es weiter. Ja, Sonntagmorgen, Tag 6 meiner eine Woche am Arm. Die Circular Aquasport ist noch am Arm und für mich eine absolut super tolle Uhr, extrem komfortabel, gut ablesbar in der Nacht, also wirklich absolut toll. Ich muss mal kurz gucken, wo mein Hund ist. Einige von euch meinten ja, mein Hund sei der heimliche Star. Ihr könnt sehen, das ist also wirklich ein sehr biegsamer Hund. Was sonst könnte ich euch noch sagen? Ach ja, gestern hatte ich einen Livestream mit Bobby Lax. Bobby ist ein US-YouTuber mit relativ vielen deutschen Uhrenmarken auf seinem Kanal. Wir haben uns eine Stunde lang über Tobi unterhalten, war super. Heute habe ich keinen grusamen Adventssonntag. Ich werde heute ungefähr 8 Videos abdrehen, 4 Deutsch, 4 Englisch, damit ich Tobi nächste Woche die Uhren zurückschicken kann. Ja, die Circular Aquasport ist zusammen mit der Guinan Flight Engineer im Augenblick die Uhr, die ich am liebsten trage, über die ich mich am meisten freue und ich freue mich auch sehr, diese Uhr die nächsten Wochen an meinem Arm zu haben. Und mal schauen, was ich heute über Tag noch abdrehe für euch für den Abendshot. Es ist Sonntagabend, Tag 6. Ich habe meine Circular Aquasport immer noch am Arm und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich, wirklich begeistert, was man bei Circular mit der Aquasport an Uhr bekommt für den aufgerufenen Preis. Es ist eine Uhr, die ich am Arm oft vergesse, und zwar vergesse im positiven Sinne. Sie ist nicht besonders schwer, passt super ans Handgelenk, trägt sich extrem komfortabel. Durch meine Nachbearbeitung des Hirsch Performance Bandes verrutscht die Uhr auch nicht. Sie drückt nicht, sie drückt nicht in den Arm. Das Band passt super dazu. Ich bin richtig begeistert und die Nachtablesbarkeit ist für mich auch überraschend gut. Also da bin ich mehr als froh über diese Uhr und muss immer wieder grinsen, zumal ich ja nicht so der Typ bin, der so richtig viele farbige Uhren hat. Und die grau-grüne ist also eine schöne Ergänzung zu meinen Uhren, die ich so in meiner Box habe. Morgen gibt es ein Fazit und das Video geht dann am Mittwoch vor Silvester live. Wir haben Montagmorgen, der letzte Tag meiner Circular One Week on the Wrist, eine Woche am Arm. Ich kann nur sagen, ich bin von der Uhr wirklich super begeistert. Es wird eine meiner ständigen Begleiterinnen sein, wenn es darum geht, eine Uhr auszuwählen. Die Uhr geht mit ungefähr 5 Sekunden im Plus über die Woche. Das ist knapp innerhalb der Chronometernorm.
Finde ich jetzt nicht überragend, stört mich aber auch nicht sonderlich. Ich war überrascht, dass die Uhr doch mit so vielen verschiedenen Bändern funktioniert. Nicht ganz so viel wie eine schwarze Uhr durch den grünen Farbakzent, aber insgesamt doch überraschend vielseitig. Der Preis ist ja aus meiner Sicht für das Gebotene nahezu unschlagbar und ich freue mich irrsinnig, dass ich da zugeschlagen habe und hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne eure Kommentare da und freut euch auf die nächsten Videos von mir. Bis dahin, tschüss, Axel.